Hallo, ich bin Wohn, willkommen. Ich gehe gleich auf den Platz. Ich werde mich auch dort filmen und ich werde versuchen, ein paar enge Löcher so gerade wie möglich zu schlagen mit mehreren Bällen. Hier in Lüttelsburg ist es windig und sehr viele Penalty Areas. So, hier muss man die Transportschläger, also ich benutze die lange Eisen, ziemlich gut beherrschen. Nur bevor ich das tue und bevor du erwarten kannst, dass du auf dem Platz unter Druck, unter Beobachtung gerade schlagen kannst, ist es wichtig, natürlich auf der Range zu trainieren. Es ist eigentlich unglaublich, wie oft, ach, da bin ich manchmal, glaube ich, auch schuld, wie oft wir ohne eine Ausrichtungshilfe arbeiten. So bitte, Alignment Stick, Schläge, ist egal. Nutz das aus. Ich zeige dir, was ich finde, der unkomplizierteste und genaueste Methode ist, sich auszurichten auf der Range. Man sucht sein Ziel aus, also ich möchte auf die letzte Windmühle und ich lege den Schläger sehr vorsichtig hin und ich checke das 3, 4, 5 Mal. Na, guck mal, das war zu weit nach rechts, bis das stimmt. Das muss genau sein. Jeder Zentimeter zählt. Dann liegt mein Ball entweder auf diese Seite oder auf diese Seite. Das schafft es hin. Beides würde gehen. Was ich meinen Schülern empfehle, wenn sie zu sehr um den Körper schwingen, also zu viel von innen außen schwingen, dann spiel die Bälle lieber auf diese Seite, der schafft es und so bleibst du vorne. Das ist eine kleine Erinnerung. Und wenn du von außen kommst, leg mal ein Stäbchen auf diese Seite. Und dann weißt du, oh, ich darf nicht nach vorne. Okay, so ich komme zu sehr von innen, so ich spiele meine Bälle lieber auf diese Seite. Ja, wenn ich jetzt einen perfekten Schlag mache, wird der Ball nicht direkt in das Loch landen. Der Ball wird 20 cm da rechts davon landen. Aber damit kann ich auch leben. Das ist einfach der einfachste Weg. Ich weiß, viele denken an Eisenbahnschienen. Das ist für mich zu kompliziert und zu ungenau. Okay, so das Erste, was du machst, du nimmst den Schläger, mit dem du auf dem Platz üben wirst. So, in diesem Fall ist es bei mir Eisen 4. Und wir machen jetzt ein paar Schwünge und gucken, was die Bälle tun. Okay, der Ball war leicht gepult. Dann weiß ich, dass ich mich mir öffnen muss durch den Ball. Das besser. So schlage mehrere Bälle, bis du weißt, was deine Tendenz ist. Und ja, jeder hat eine Tendenz, entweder nach rechts oder nach links. Ich rede natürlich über die Bälle, wo du den Ball mittig triffst, nicht mit der Spitze oder Hacke. Das zählt nicht. Wie du deine Tendenz nach rechts oder nach links wegbekommst, das werde ich dir in diesem Video nicht erzählen. Dafür ist dein PGA of Germany, Schweiz, Österreich, Golflehrer absolut geeignet, um dir zu helfen. Was ich dir helfen möchte, ist, wie kriegst du das hin, und das kriegst du irgendwann hin, ist nur eine Frage der Zeit und Training, wie kriegst du es auf den Platz hin? Wie kriegst du es unter Beobachtung, unter Druck im Turnier hin? Da passiert oft Folgendes. So, stell mal vor, du hast viele Bälle jetzt gerade geschlagen, du weißt genau, was deine Methode ist, dann gehst du auf den Platz und da siehst du das Wasser auf der rechten Seite und was macht der Ball? Er startet auch nach da. Der schöne Draw von der Driving Range ist nicht da. Wie kann das sein? Was machte ich anders hier und verglichen zum Platz? Warum ist der Ball auf dem Platz nicht so gerade wie auf der Range? Das erkläre ich dir jetzt. Es liegt daran, was ich beobachtet habe, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber in der Regel sind wir zu fest. Zu fest mit dem Unterkörper, zu fest mit den Gelenken und das wird alles steif. Und man könnte dann einen guten Abschwung machen, aber da die Hände zu fest sind, und das ist oft der Fall, ist das Blatt rechts verkantet. Es gibt einfach keinen Release. Release unter Druck zu machen, das muss trainiert werden. Oder beim
abschwingen, hören die Hüfte auf, sich zu bewegen. Stattdessen bewegt man den Oberkörper, kommt von oben und plötzlich macht man tiefe Divots und sehr steile Abschwünge. So, was du danach auf dem Platz tun musst, und das kannst du jetzt schon auf der Range, ist bitte Folgendes. Beim Ausholen spüre, wie deine linke Ferse, wie der Druck davon wegkommt. Du musst jetzt nicht die Ferse heben, aber du wirst merken, dass mehr Gewicht hier rechts innen und hier am wenigsten. Das ist super, weil das Erste, was du tun musst, spür mal den Druck, wie du die Ferse in den Boden drückst. Das ist so wichtig, weil das ist dann der Schlüssel, dass du dann mit den Armen, dass du die Arme senkst, dass du nach unten schwingst und nicht nach vorne. Okay, so das ist das Erste. Und dann möchte ich, dass du von dieser Position bis diese Position so richtig die Hände frei lässt und den Körper drehen. So der Release ist, Hände frei zu lassen und die Rotation des Körpers. Aber die Reihenfolge muss stimmen, das Timing muss stimmen. Unterkörper, Hände. Das, dann das. Das muss auch auf dem Platz passieren. Ich gehe jetzt auf den Platz und werde etwas tun, was dich vielleicht überraschen wird, um den Ball gerade zu bekommen auf diesen schwierigen Löchern. Und dieses Video werde ich in den nächsten Tagen veröffentlichen. Falls dieses Video dir gefallen hat, bitte Daumen hoch und ja, werde Abonnent von VH Golf. Ciao.